was bisher geschah. Die kleine Lorena will eine neue Hand, damit sie nicht mehr gehänselt wird und sich nicht wehren muss in der Schule. Streckst du stumpf hin und sagst, riech mal dran, es riecht nach Friedhof. Zara ist mit ihrem Spitzfuß und dem verunstalteten Bein endlich dort, wo man ihr helfen kann, wieder zu gehen. Einfach mal wieder mit der Familie, mal wieder irgendwo langlaufen, nicht daran denken zu müssen, dass man es halt einfach nicht kann. Lorena und ihre Mutter auf dem Weg in die Orthopädiewerkstatt. 9 Jahre ist sie. Ein ganz fröhliches und glückliches Mädchen eigentlich. Aber sie ist ohne Hand geboren worden. Und jetzt soll sie endlich eine neue bekommen. Nicht einfach so eine Attrappe, so ein Dummy. Nein, ein richtiges Hightech-Produkt. So, das geht's ja schon. Ne? Hier vorne haben wir so schwarz eingearbeitet, wo dein Fingerchen ist noch. Und dann mit der neuen Hand hofft sie, wird sich auch in der Schule etwas verändern. Das Klammer beugen. Okay, immer strecken. Ja, dass die mich nicht mehr ärgern und hänseln. Gab's da nicht? Nein. Ja. Sehen. Ja, der hat mich immer Einarm genannt, aber das stimmt ja eigentlich nicht. Ich habe ja 2 Arme. Der ist blöd. Heute wird erstmal alles der Reihe nach getestet, bis es die Maßanfertigung gibt. Die darf sie dann mit nach Hause nehmen. Lorena hat jedenfalls schon längst kapiert, wie dieses Wunderwerk der Technik funktioniert. Da sind so 2 Sensoren und dann, wie bei der rechten Hand, spannt man den Muskel an. So, und dann bewegt sich die Hand. Am Computer wird gemessen, ob die Sensoren überhaupt richtig sitzen. Denn die sollen die elektrischen Signale der Muskelströme in Bewegung umwandeln, in Greifen und Strecken. Gut, ja? Nachher geht es mit deiner richtigen Hand, die ich dir danach gleich drauf baue, funktioniert es genauso. Gut? Dann darf sie es mit der Testhand zum ersten Mal selbst probieren. Und auf. Und zu. Und auf. Und zu. Wie das funktioniert. Einen richtigen kleinen Roboter hat sie jetzt, mit dem sie spielen kann. Sie sprach vorhin kurz darüber, dass er eben durchaus mal von anderen Kindern auch gehänselt wird. Das ist nicht zu unterschätzen, gerade in der Entwicklung. Aber auf der anderen Seite auch ganz handfest, im wahrsten Sinne des Wortes, Probleme, eben etwas zu greifen. Und häufig reicht es tatsächlich, nur einen Gegenhalt zu haben, aber eben nicht immer. Und das sind die Situationen, in denen sie sich halt massiv von ihren gleichaltrigen Klassenkameradinnen unterscheidet. Und das wollen wir überbrücken. Noch ist der Schaft unförmig, die Elektroden noch nicht unter Putz sozusagen. Ja, genau. Ziehst du ja noch immer selber an. Willst du ziehen, draufkletten. Aber sie kann damit jetzt eine Woche lang üben bis zur maßgefertigten Hand. Ja. Aber jetzt sieht schon fast aus wie ein Arm, ne? So, mach mal auf. Genau, und so. Gut. Eine Hand, die tut, was Lorena will und sieht auch fast noch aus wie eine echte. Unglaublich. Ganz fasziniert, gell? Hm? Mhm. Endlich eine Hand. Ja. Also 2. Dr. Wenz gibt heute Unterricht bei sich im Zimmer. Wichtig ist, dass ihr das alles sehen könnt. Für seine Studenten und Jungärzte. Ich erzähle euch jetzt was über operative Möglichkeiten der Fußchirurgie. Ja? Und zwar, das Konzept unserer Abteilung ist, wir wollen schwere Gangstörungen rekonstruieren.
Entschuldigung, Wenz. Er wird morgen Zara operieren. Ganz schnell ging es jetzt mit dem Termin. Endlich mal Glück nach dem schweren Unfall, der ihren Fuß verkrüppelt hat. Überhaupt sagt sie, nicht alles war schlecht im letzten Jahr. Gelernt habe ich vielleicht wirklich, dass ich jetzt wirklich merke, was der Augenblick bedeutet. Dass ich oft irgendwie jetzt, wo ich mit dem Bein im Bett lag und mir ging es nicht gut, also ich hatte Schmerzen und habe dadurch irgendwie gelernt, ein bisschen mehr den Augenblick zu leben. Jetzt natürlich nicht mit den Schmerzen den Augenblick, sondern wenn man dann mal keine Schmerzen hat und wenn es einem dann gut geht, irgendwie wirklich mal zu genießen, egal ob der Tag schön ist oder schlecht ist, diesen einen Moment zu genießen, egal was man in dem Moment macht. Wolfram Wenz mag ja ein bisschen so wirken wie ein Cowboy in seinem alten Army-Jeep. Aber seine Arbeit ist Lebensaufgabe für ihn. Der Fuß, das ist ja ihr Kontaktorgan zur Erde. Das ist ja das Organ, womit sie auf dem Boden der Tatsachen stehen. Und geht in der Komplexität meines Erachtens über Knie und Hüfte noch hinaus. Und ich mache das jetzt seit bald 13 Jahren und die Lust, es zu tun, ist eigentlich immer größer geworden. Würden Sie den Patienten operieren, 25 Jahre alt, trägt Konfektionsschuhe und hat eine Gehstrecke von 5 bis 8 Kilometer? Ich hört sich erstmal nicht so an. Ja, aber gucken Sie mal das andere Bein dazu an. Das sind schwere, unbehandelte, angeborene Klumpfüße. Der muss 5 bis 8 Kilometer laufen, weil in Afrika ihn niemand fährt. Der muss Konfektionsschuhe tragen, weil es keine Maßschuhe gibt. Und läuft eben punktuell auf dem Rückfuß Außenrand. Auf seiner Station hängen Dankesbriefe an der Wand für ihn und seine Kollegen. Von Patienten, die mit solchen Füßen gekommen und mit diesen gegangen sind. Anthony zum Beispiel aus Gambia, der schreibt: Ich werde nie vergessen, wie Dr. Wenz zu mir sagte: We're gonna pimp your legs. Wir werden deine Füße schon aufmotzen. Und ja, sie haben es getan. Das ist ja wie in der Bibel. Von den Zähnen kommt nur einer zurück, um sich zu bedanken. Das ist immer schön, wenn ein Patient nicht wie die Sau vom Trog von dannen zieht und sagt, ich bin ja kassenversichert, sondern dass jemand sagt, okay, ich will das noch mal würdigen, dass man sich vielleicht über das Maß des Normalen hinaus für mich eingesetzt hat. Auch für Zara, da ist er sicher, kann er wirklich was tun, der Dr. Foot, der im Jeep ohne Anschnallgurt fährt, aber vor jeder OP zum lieben Gott betet. Für Zara war das letzte Jahr wie ein schlechter Film, in dem sie unglücklicherweise die Hauptrolle hatte. Wenn diese OP gelingt, soll das ganz anders werden. Wenn Wolfram Wenz in den OP kommt, ist das wie seine Bühne. Er braucht Musik zum Operieren. Und seine Auswahl ist gefürchtet. Einmal Disco 70er Jahre, Trash total. Einmal Hardrock, so wie heute, Lemmy von Motörhead. Er liebt's. Es gehört einfach zu ihm. Die jungen Leute lieben's. Er mich nervt. Ich werd wahnsinnig. Anästhesie ist auch oft genervt. Und die Frau Graf hat jetzt auch die Gelegenheit genutzt und hat's gleich leiser gestellt. Ich hätte jetzt wetten können, Frau Dr. Graf, dass ich Ihren Musikgeschmack zumindest halbwegs treffe. Ehrlich, weil Sie doch Radio Regenbogen nicht so mögen und dieses Pop von der Stange nicht so mögen, habe ich gedacht, wenn man ein bisschen Rock'n'Roll macht, dann freut sich die Frau Dr. Graf. Aber jetzt war es wieder nichts. Eieiei. Zara ist heute der erste Fall für ihn und seine Kollegen.
Schneiden. Ja. Weil Sarah einen Spitzfuß hat, also den rechten Fuß nicht mehr aktiv heben kann, müssen Sehnen verlagert werden. Nur was muss wohin? Alles kann man falsch machen dabei. Und dann unwiderruflich. Wie gesagt, wir streben ja mit dieser Operation nicht die Normalität an, aber einen guten Kompromiss zwischen dem desolaten Ausgangsbefund und der Normalität. Ein Durchgang wird geschaffen, um die Sehne von innen nach außen versetzen zu können. So, Concentration. Dann macht man eine sogenannte Z-Plastik. Die Achillessehne, dicker als ein Daumen, durch, sondern gewinnt. Aus ihr werden zwei Sehnen. Aber ich finde, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich finde es jetzt nicht unästhetisch, oder, diese Art der Chirurgie. Also da gibt es ja andere Eingriffe, wo dann überall die Brühe rausläuft und das ist ja eigentlich relativ geordnet hier. Die Gelenkkapsel muss jetzt wieder gängig gemacht werden. Gut, also wir gucken jetzt, ob er schon will. In der Spitzposition war sie fast verkalkt. So, not too bad. Aus wie ein Fuß. Das wäre vorhin jetzt noch nicht gegangen, ja? Ein Draht 2, und dann muss der Fuß mit langen Drähten in seiner neuen Haltung fixiert werden. Sonst war alles umsonst. Nicht unbeträchtlich. Er ist ein bisschen eigenlang eingespannt. Es sieht martialisch aus, aber Zara spürt von all dem nichts. Ja, das ist neu. Ja, also ohne Narkose wollte ich das jetzt auch nicht unbedingt haben. Das Schöne an den Bohrdrähten, die ja im Übrigen in Heidelberg entwickelt wurden, lange vor unserer Zeit, ist, dass man damit nicht wirklich viel kaputt macht in der Tiefe. Und der Charme ist, die stehen aus der Haut raus, das heißt, die kann man entfernen, ohne dass man nochmal operieren muss. Und wir können sehr viele Probleme nur mit diesen Drähten lösen. Das ist der kleine Stefan mit seiner Mutter. Sein Problem sind nicht nur die Füße. Der ganze Gehapparat ist durcheinander. Und je schneller er wachsen wird, umso schlimmer wird es. Man muss etwas tun. Und zwar sofort. Stefan kommt auf die Station von Dr. Eva Schläger. Die ist zuständig für Kinder mit frühkindlichen Hirnschäden, sogenannten ICP-Kindern. Also infantil heißt Kind, zerebral heißt Hirn und Parese heißt Lähmung. Ja. So, das ist eigentlich die Übersetzung dazu. Und das hat er, eine infantile Zerebralparese und abgekürzt ICP. Ein ICP-Kind muss nicht geistig behindert sein. Stefan ist ein normaler Junge, nur eben mit dem Laufen will es gar nicht gehen. Man hat gesagt, er hätte nichts. Bei mir ist alles in Ordnung, weil er von klein auf ja gewohnt ist. Und mit der Zeit hat er es dann doch gemerkt, er ist ja nicht dumm. Ach, das habe ich doch so eine Behinderung an den Füßen, gell? Naja, die Kinder kommen ja damit auf die Welt. Damit wächst er auf. Und deshalb merkt er den Unterschied nicht. Den merkt er erst, wenn er in der Lage ist, sich mit anderen Kindern zu vergleichen. Stefan hat Träume wie jedes Kind. Und am liebsten wäre er Fußballer. Mein Lieblingsverein ist FC Bayern München. Und ich will mal Torwart werden. Hast du auch ein Vorbild? Ja, Oliver Kahn. Ich wollte ja schon in die Mannschaft, aber da haben wir gesagt, jetzt lassen wir erstmal die OP und ihn sich bringen und dann schauen wir mal weiter, ob wir was finden für ihn. Ich bin ehrlich, das ist mein einzigstes Kind. Ja. Und also ich würde für ihn alles machen. Wenn er Niere bräuchte, kriegt das ja auch sofort von mir. Was immer sie hier tun mit ihm, ein Fußballer wird er nie werden, auch wenn er sich nichts mehr wünscht. Da ging es ja nur darum, dass er später nicht mal im Rollstuhl sitzt, weil sich am rechten Fuß das Gangbild hat sich total verschlechtert und er ging immer mehr auf die Zehe und das war sehr problematisch. Vor Stefan liegt eine schwere Zeit. Die Klinik wird für viele Wochen sein Zuhause sein.
Lorena, okay. Der Kasper, der Räuber und der Polizist. Mit ihnen wird Lorena noch spielen lernen. Okay, gut, dreimal, ne? Aber erst muss sie mal greifen lernen und würfeln, hier in der Ergotherapie der Klinik. Hey, super. Weil sie die neue Hand als Spielkameraden begreift, lernt sie rasend schnell. Nochmal 6. Gut. Und sie wird sie brauchen können. Zum Basteln, zum Kochen, zum Autofahren. Später mal. Super. Also eigentlich würfeln alle Kinder mit ihrer gesunden Hand. Dass du jetzt gleich so spontan den Würfel in deine neue Hand genommen hast, das ist schon bewundernswert. Weil das ist gar nicht einfach, mit dem Schwung dann auch noch die Hand zu öffnen, loszulassen. Super. 1, 2, 3. Ja, auch schön, endlich mal was mit links greifen zu können. Und halt auch schön zum Anschauen, oder? Ja, sieht ja aus wie eine echte Hand. Was sie noch nicht kann, ist zum Beispiel Essen, Umgang mit Messer und Gabel gleichzeitig, haben wir gehört, Möhre schneiden. Ich meine, die Lorena wird auch mal selbstständig wohnen und wird selbstständig auch in der Küche agieren müssen. Und da ist dann doch so eine Prothese mit einer Funktion auch des Haltens und wieder loslassen doch sinnig. Und dann noch ein Foto, auch für den Papa daheim. Von seiner kleinen Lorena, zum ersten Mal mit 2 Händen. Schweden nochmal nach oben. Wir nehmen nur die distale Hälfte und armieren die. Oberholen. Im OP-Saal ist Saras Fuß fast fertig operiert. Und alles hat gerade mal eine Dreiviertelstunde gedauert. So, das muss jetzt aber die Naht eures Lebens werden, ja. Ich möchte, dass die sich freut. Auch die offenen Muskelfaszien an ihrem Unterschenkel sind zugenäht worden. Erstmal nur auf einer Seite. Noch im OP-Saal wird sie geweckt. Sie weint nämlich nicht, weil sie Schmerzen hat, sondern weil sie erleichtert ist. Sind Sie im Aufbau, Sie Magen mit sich? Wie man sagen Sie uns, wenn Sie Schmerzen haben? Gell? Also ich habe schon Schmerzen. Es ist vorbei für sie. Ein langer Albtraum, aus dem sie so recht erst jetzt erwacht. Ich bin aufgewacht und die Ärzte standen um mich rum und ich war einfach nur so richtig befreit, dass es der nächste Schritt hinter mir ist und dass es so schnell ging. Und dann wollte ich knuddeln und musste unbedingt jemand umarmen. Alles super gelaufen, ne? Wir haben wie besprochen den Fuß gerade gemacht, die eine Sehne versetzt, dass der schön wieder gehalten wird. Und vor allen Dingen an der Fuß, am Unterschenkel ausgeleitet, die Narbe verändert, ne? Das ist eine schöne, feine Naht jetzt. Jetzt müssen wir es nur ein paar Tage heilen lassen. Da sind noch Wundschläuche drin, die machen wir am Freitag raus und dann kommt der Gipsbund. Sie ist mit 21 ja noch am Anfang ihres Lebens eigentlich. Wenngleich die Geschichte, die sie jetzt innerhalb weniger Monate durchlebt hat, natürlich Stoff hat für mehrere Jahre. Und das ist natürlich schon spannend, wie auch jemand, der jung ist und ins Leben starten will, mit sowas umgeht. Bist du froh? Ja, ich bin so glücklich. Darfst du gerade mal ein bisschen hinknien? Stefan ist im Ganglabor. Alles wird gefilmt und mit einem Computerprogramm ausgewertet für die OP morgen früh. Super. Jetzt kommst du hier hoch. Legst dich nochmal auf den Rücken.
Also Fuß, hat einen Klumpfuß, den müssen wir ihm korrigieren, weil er da immer so wegknickt. Das haben sie ja schon gesehen, das Feld ist ja relativ deutlich. Ja, das ist... Dann hat er, wenn er läuft, hat er einen Drehfehler im Unterschenkel. Ja, wenn Sie ihn laufen sehen und sehen ihn von vorne, dann guckt das Knie, das guckt nach vorne. Ja, und der Fuß, der guckt nach innen. Ja, das heißt, er dreht den Unterschenkel nach innen. Ja. Und das kann man ihm korrigieren, indem man ihm hier in der Höhe den einen Unterschenkelknochen durchtrennt und den Fuß dreht. Dann kriegt er wieder gerade. Ein super Renner war er ja nie, der kleine Stefan. Aber ob er auch nach der OP noch so schnell laufen kann wie jetzt? Gut. Und rechts muss man extendieren. Dr. Dreher malt ihm Gesichter auf die Beine. Informationen für die Operateure. Stefan wird an Oberschenkeln, Knien und Füßen von 5 Ärzten zugleich operiert werden. Schon für Erwachsene eine Horrorvorstellung. Kinder haben weniger Komplikationen nach den OPs, weil denen heilt alles, die haben weniger Infekte, das ist alles schon mal sehr positiv. Ja. Und sie können bei Kindern sehr viel mehr korrigieren als beim Erwachsenen. Lässt noch mal laufen, bitte. Ja, noch mal gucken. Orthopäden, sagt man, sind die Strategen oder die Architekten unter den Ärzten. Sie planen für die nächsten 30, 40 Jahre. So auch bei Stefan. Das ist aber nicht so schlecht, ne? Der Linke. Oder was meinst du? Es geht nicht nur darum, was Krummes gerade zu machen. Es geht nicht darum, die Kinder kosmetisch besser zu machen oder vom Ansehen her besser zu machen, sondern die müssen funktionell besser werden. Die müssen davon profitieren. Wichtig ist noch zu sagen, dass man das Gangbild kein normales Gangbild daraus machen kann. Also man wird es immer sehen, dass er eine Spastik hat im Prinzip. Man kriegt kein normales Gangbild hin, man kann es nur verbessern. Er will ja Bayern-Torwart werden, Nachfolger von Rudika. Das wird er nicht schaffen, wenn man realistisch ist. Rumkicken kann er sicher, nur ob er im Verein jetzt da Freude findet, das ist jetzt eher unwahrscheinlich. Er steht ja schon im Tor, privat hat er erzählt. Also, ja. Aber das kann man vielleicht etwas verbessern, wenn er stabiler steht. Vier Wochen ist die OP von Zara her. Heute bekommt sie den Gehgips ab. Und dann soll sie wieder ganz normal nach Hause laufen. Die Fäden sind schon gezogen. Wie wird der Fuß aussehen? Wie das Bein, das an der einen Seite ja schon zugenäht wurde? Ein schönes Bein ist es immer noch nicht. Aber ab jetzt kann es wieder eines werden. Und vor allem, sie kann damit laufen. Und wie ist dein Eindruck? Also für mich war klar, nachdem der Gips abgekommen ist, ich habe ins Krankenhaus gar keine Krücken mitgebracht. Ich habe mich auch gar nicht informiert, ob ich vielleicht welche brauchen könnte. Für mich war klar, heute kommt der Gips ab, danach läufst du, egal wie. Ja, und das habe ich dann auch gemacht und es war schön. Ging natürlich noch nicht so gut, aber ich stand auf beiden Beinen und konnte laufen. Und die Fußnägel sind wieder rot. Nach langer Zeit zum ersten Mal. Ich denke, dass das ein über die lackierten Nägel hinausgeht, dass sie ganz einfach wieder andere Dinge machen können wird in ihrem Leben, was junge Leute machen wollen. Die wollen tanzen gehen, die wollen abends auf der Neckarwiese flanieren, die wollen Stadtbummel machen, die wollen sich Schuhe kaufen. Und ich denke, da wird sich hier vieles ändern. Abschied von Dr. Wenz. Sieht gut aus. Ich habe einen Schuh mitgebracht. Ah ja, muss ja gleich losgehen. Schnell, schnell. Noch einmal soll sie ihm vorlaufen, für das Archiv seiner Erfolge, für die Vorher- und Nachher-Bilder. In einem Jahr wird sie wiederkommen, dann wird die andere Seite zugenäht. Also hat sich's gelohnt? Natürlich. Ja. Dann kann ich nur alles Gute wünschen weiterhin. Vielen Dank. Das ist ja ein deutlicher Fortschritt. Freut mich. Dann machen Sie es gut. Passen Sie auf sich auf.
Tschüss. Ich war stolz auf ihn, sehr stolz, auf mich stolz, dass ich das so gut geschafft habe. Und ja, ich war einfach ja, glücklich, könnte man sagen. Ich war glücklich. Zara geht wieder in ihre Uni, ohne Krücken. Bald wird sie auch wieder tanzen. Bei Lorena in Laufenburg am Rhein ist es 7 Uhr am Morgen. Zum ersten Mal in ihrem Leben geht sie mit zwei Händen in die Schule. Drei Wochen hat sie geübt und natürlich sind sie gespannt in ihrer Klasse. Sie haben sie bisher ja immer nur mit einer Hand gesehen. Und manche waren auch nicht immer nett. Im Kindergarten oder auch Schule gab es immer mal wieder jemand, wo halt sagt, ein Arm oder ich ist ja eklig oder sonst irgendwas. Dann sag ich immer, sagst halt, du hast zwar nur eine Hand, aber dafür bist du hier schlau oder irgendwie so. Musst dich halt mit Worten wehren. Oder ich habe mal gesagt, streckst du stumpf hin und sagst, riech mal dran, es riecht nach Friedhof. Die Lehrerin feiert das Ereignis und jeder darf mal was fragen. Ist es nicht unangenehm, so ein schweres Teil an der Hand zu haben? Oder? Doch, schon, aber mit der Zeit gewöhnt man sich auch daran. Dann bekommst du dann immer wieder eine neue Hand? Ja, jede 8 Monate. Wow. Wow. Wahnsinn. Dürfen deine Mitschüler die mal anfassen, die Hand? Lorena hat bisher bei allem ganz normal mitgemacht, sogar im Sport. Hat sich immer für alles gemeldet. Nie hat sie versucht, etwas zu verstecken. Aber ihre Oma hat mal gesagt, da machen wir halt den Pullover vor. Dann habe ich gesagt, nee, das machen wir nicht. Der Pullover kommt hinter, das wird gezeigt. Sie ist so, wie sie ist. Und sie hat immer bestärkt, dass sie trotzdem ein liebes, schönes Mädchen ist, obwohl sie nur eine Hand hat. Aber wenn man die Kleinste in der Klasse und schüchtern dazu ist, da gefällt es ihr schon sehr, mal ganz und gar im Mittelpunkt zu stehen. Dass sie jetzt mal zu mir hingekommen sind und mich gefragt haben, mit mir geredet haben, also mehr wie sonst, haben mich bewundert. Nach der Schule will aber auch ihr alter Vertrauter mal wieder mit ihr spielen. In der nächsten und letzten Folge, Stefan wird von 5 Ärzten gleichzeitig operiert, um wieder richtig laufen zu können. Das ist der Knochen. Hallo Mausi, ist in Ordnung? Felix liebt sein Mountainbike, bis zu jenem Tag im Wald. Ich bin dann eben wieder zu mir gekommen und wusste, dass alles anders ist. Wie geht es weiter mit ihm und seiner Freundin Chrissy? Ich habe es mir überlegt, ob ich ihr das freistellen soll oder ob ich sagen soll, wenn du gehen willst, dann geh jetzt.